Jährlich sterben in deutschen Kliniken mehr als 18.000 Menschen durch Behandlungsfehler. Das ist das Ergebnis einer AOK-Studie, die heftig umstritten ist. Aber unser heutiger Gast sagt, die Dunkelziffer dürfte noch weitaus höher liegen. Ärzte als Todesursache Nummer 1, jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Dr. Med. Gerd Reuter. Schön, hallo, dass Sie Ihren Weg zu uns gefunden haben. Sie haben ein Buch geschrieben über die Missstände im Gesundheitswesen. Sie sind ja selbst Radiologe, ne? Also der mit Röntgen und MRT. Richtig. Und so weiter. Und Sie haben aber für Ihr Buch den Gesundheitssektor durchleuchtet, muss man sagen. Und dabei ist dieses große Buch herausgekommen, der betrogene Patient. Ein Arzt deckt auf, warum Ihr Leben in Gefahr ist, wenn Sie sich medizinisch behandeln lassen. Wie gesagt, ein Buch von einem Mediziner geschrieben. Herr Dr. Reuter, haben Sie noch Freunde unter den Medizinern? Ja, Gott sei Dank. Die ärztlichen Kollegen, die auch die Patienten so behandeln, wie sie gerne selbst behandelt werden möchten, mit denen bin ich weiterhin gut befreundet. Aber das ist leider nur ein Teil der Ärzteschaft. Das ist ja wirklich ein heftiger Vorwurf, dass Patienten betrogen werden von Ihrem Arzt. Wie kommen Sie dazu? Ja, das sind 30 Jahre Erfahrung und viele tausend Seiten Literatur, die ich dazu gelesen habe, die zeigen, dass die Medizin häufig eine Vorspiegelung falscher Tatsachen macht. Das heißt, es wird vorgespiegelt, dass es durch die Behandlung zur Heilung auch zu einer Verbesserung von Krankheitssymptomen kommt, was letzten Endes überhaupt nicht durch wissenschaftliche Studien belegt ist und entsprechend auch gar nicht eintritt. Wenn die Medizin häufig dann auch auf Behandlungserfolge verweist, ist es oft das Ergebnis der Selbstheilung, die im Patienten stattfindet, völlig unabhängig von den Maßnahmen, die gemacht worden sind. Weil es ist ja nicht so, wenn der Mensch krank ist, dass nichts passiert. Mhm. Die Selbstheilung arbeitet immer in jedem Menschen. Worauf stützen Sie jetzt diese Feststellung, dass also im Grunde diese Heilerfolge durch die Selbstheilung zustande kommen, nicht durch die Behandlungen selbst? Ja, man kann das zum Beispiel auch daraus ersehen, es gibt eine internationale Gesellschaft, die Cochrane Collaboration, die seit 25 Jahren untersucht, ob medizinische Maßnahmen, also sowohl die Gabe von Medikamenten als auch Operationen, tatsächlich einen wissenschaftlichen Nachweis haben, ob sie wirksam und für Patienten von Nutzen sind. Die haben im letzten Jahr für einen Zeitraum von 18 Monaten publiziert die Untersuchung von 608 Maßnahmen. Bei diesen 608 Maßnahmen hatten lediglich 4% den wissenschaftlichen Nachweis, dass sie tatsächlich wirksam sind. Die anderen 96% werden Land auf Land ab angewendet, aber die sind den Wirksamkeitsnachweis teilweise seit Jahrzehnten schuldig geblieben. Also und wenn dann die Menschen gesund werden, dann kann es nicht an diesen Maßnahmen liegen. Also da werden Behandlungen durchgeführt, bei denen gar nicht klar ist, ob die überhaupt wirksam sind. Wie kann es dazu kommen? Ja, es ist auch gewünscht, wenn Studien gemacht werden, bei denen man beispielsweise nur eine Behandlung vornimmt, aber gar keine Vergleichsgruppe ohne Behandlung oder mit einer anderen Behandlung mitführt und es geht an einem Teil der Patienten besser, dann ist das natürlich völlig unseriös. Denn nur wenn Sie einen Vergleich haben mit einer unbehandelten Gruppe und die behandelte Gruppe ist besser, dann können Sie davon sprechen, wenn die Studie korrekt gemacht worden ist, dass die Therapie auch wirklich wirksam ist. Mhm. Ansonsten werden Sie immer einen bestimmten Prozentsatz von Menschen haben, denen es nach einem Zeitraum besser geht. Gehen Sie nur in der Medizingeschichte zurück. Jahrhundertelang war es Stand der Medizin, dass ein Aderlass bei allen Krankheitsbildern gemacht worden ist. Wir wissen heute, dass der Aderlass viele Menschen leider zu Tode befördert hat, auf jeden Fall in fast keinem Fall irgendwie von Nutzen gewesen ist. Und trotzdem hat man den Aderlass jahrhundertelang als Standardtherapie gehabt. Und so muss man sich das heute auch ein bisschen vorstellen, dass eben viele Maßnahmen traditionell immer weitergeführt werden, obwohl gar nicht erwiesen ist, dass sie nützen. Haben Sie da mal ein paar Beispiele von dem modernen Aderlass in der heutigen Medizin? Ja, wir haben Maßnahmen, die häufig angewendet werden. Denken Sie daran, bei Kindern die häufigsten Operationen sind zum Beispiel die Entfernung der Gaumenmandeln oder auch das Einritzen des Trommelfells bei Mittelohrentzündungen. Es gibt bis heute keine Studien, die den Wert dieser Maßnahmen belegen. Im Gegenteil. Es gibt in anderen Ländern Studien, wo man das verglichen hat mit
der nicht operativen Behandlung mit dem Zuwarten. Und da zeigt sich eben, dass diese Entzündungen sowohl vom Mittelohr als auch von den Mandeln von selbst im Laufe von Monaten oder Jahren ausheilen und dann die Menschen auch keine Beschwerden mehr haben. Und deswegen diese Maßnahmen eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen eine absolute Übertherapie sind. Ist ja irre, dass es so viele Behandlungen gibt dann. Aber ich dachte eigentlich bis jetzt immer, dass es evidenzbasiert. Ich meine, das sind ja irgendwie zig verschiedene Behandlungsmethoden. Es muss doch dafür eine Grundlage geben. Ich meine, wie kommt es dazu? Ja, die Grundlage sollte eigentlich immer sein, wie Sie es erwähnt haben, dass es evidenzbasierte Studien gibt, also wissenschaftlich festgestellt die Wirksamkeit der Maßnahme. Mhm. Wenn Sie heute anschauen, man spricht von etwa 15.000 bis 16.000 Diagnosen in der Medizin und bei der Abrechnung von Fallpauschalen im deutschen Gesundheitssystem gibt es eine Kodierung von etwa 25.000 Prozeduren. Mhm. Wir haben für diese große Menge von Prozeduren und Erkrankungen ganze 750 Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften, in denen drinsteht, wie man dieses Krankheitsbild behandeln sollte. Und von diesen 750 Leitlinien sind nur 20% wenigstens teilweise auf Studien aufgebaut. Die anderen 80% sind einfach Annahmen, Konsens zwischen verschiedenen universitären Lehrstuhlinhabern, die sagen, das sollte man machen. Aber es ist nie nachgewiesen worden, dass es wirklich sinnvoll ist. Also die Menschen werden übermedikamentiert oder wie sagt man ja, das? Ja, übermediziert. Übermediziert, muss man sagen, ja. Ist auch ein schönes Wort. Und eben auch zu häufig operiert letzten Endes. Mhm. Viele der etwa 15, 16 Millionen Operationen, die jedes Jahr gemacht werden in Deutschland, sind nicht notwendig. Mhm. Immer häufiger werden auch die ärztlichen Behandlungen selbst als Ursachen von rätselhaften Symptomen enttarnt, habe ich gelesen in Ihrem Artikel. Depressionen nach Antibiotika-Einnahmen, Hautausschläge durch Psychopharmaka. Ja. Also da beißt sich ja die Katze dann in den Schwanz. Ja? Wenn man jetzt ein Medikament kriegt, das hat Nebenwirkungen und gegen die Nebenwirkungen kriegt man dann noch ein Medikament und so weiter und so fort. Ist der Patient eigentlich dann nur noch sowas wie das goldene Kalb oder ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll? Ja, also für einen Teil der Mediziner ist das tatsächlich so. Da ist der Patient in erster Linie eine Einnahmequelle. Und wie Sie schon richtig ausgeführt haben, ob nun Medikationen oder Operationen, all diese Maßnahmen haben in einem gewissen Prozentsatz immer schädliche Nebenwirkungen und Komplikationen, die dann wieder zu Krankheitssymptomen führen, die wieder behandelt werden müssen. Das heißt, das System ernährt sich in zunehmendem Maße selbst, wenn immer mehr Behandlungen durchgeführt werden. Und wenn wir anschauen, in den letzten 10, 20 Jahren, teilweise haben sich bei bestimmten Erkrankungen die Behandlungsmaßnahmen um mehrere 100% erhöht, obwohl die Häufigkeit der Krankheitsbilder gar nicht angestiegen ist. Nehmen Sie zum Beispiel Rückenschmerzen. Die sind heute genauso häufig wie vor 10 oder vor 20 Jahren. Nur, dass eben inzwischen 20 oder 30% mehr Wirbelsäulenoperationen für Bandscheiben gemacht werden. Und für Steifungsoperationen sind sogar mehrere 100 oder mehrere 1000% mehr Maßnahmen. Und trotzdem ist der Effekt nicht da. Denn die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage oder Frühverendungen wegen Rückenschmerzen ist trotz dieser Behandlungsmaßnahmen nicht rückläufig. Jetzt könnte man ja aber vielleicht argumentieren, so eine Bandscheiben-OP oder so eine Versteifungs-OP, die senkt das Risiko, dass was Schlimmeres passiert oder sie gibt einem dem Patienten irgendwie dann doch mehr Autonomie oder mehr Komfort oder sowas, ohne dass seine Krankheitstage dadurch automatisch zurückgehen. Wirklich, das harte Kriterium wäre aber wirklich für Gesundheit, dass jemand auch früher an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt oder beispielsweise nicht verrentet werden muss. Mhm. Aber auch diese subjektiven Kriterien, persönliches Wohlbefinden, gibt es in keiner Studie Belege dafür. Im Gegenteil, es gibt eben durch die negativen Nebeneffekte, durch die Komplikationen zahlreiche Menschen, die werden dann wirklich zu Rückenkrüppeln, muss man sagen, weil sie eben einmal eine falsche Entscheidung für eine Therapie getroffen haben. Mhm. Im Grunde ist das Krankenhaus dann sowas wie die Höhle des Löwen, ja? Ist es gefährlich, ins Krankenhaus zu gehen als Patient? Ja, das Risiko ist auf jeden Fall höher als draußen. Das kann man ganz objektiv festhalten, weil Sie haben in einem geschlossenen Raum grundsätzlich eine höhere Belastung mit Mikroorganismen. Mhm.
auch zu Hause gegenüber, wenn sie im Garten beispielsweise sind. Und im Krankenhaus haben sie dann zusätzlich noch eine verstärkte Anzahl von Krankenhauskeimen. Man weiß beispielsweise, wenn Sie ein Krankenzimmer beziehen, in dem vorher jemand lag, der Antibiotika bekommen hat, steigt Ihr Risiko, auch eine Krankenhausinfektion zu bekommen, um etwa 30%. Dann wissen wir, dass jedes Jahr in deutschen Kliniken 700.000 bis 800.000 Stürze stattfinden. Durch verschiedenste Ursachen, Verwirrung, Medikamentenumstellung, eingeschränkte Gehfähigkeit, der Boden war vielleicht noch nass, der gewischt worden ist. Und davon sind etwa 70.000 bis 80.000 schwerwiegende Stürze mit Folgen. Das ist auch mehr, als sie es zu Hause haben. Das heißt also, das Risiko steigt. Und deswegen ist ja auch ein Kapitel, der sich mit den Kliniken in meinem Buch beschäftigt, überschrieben, auch heute sterben im Krankenhaus die Leute. Und das wird gerne so ein bisschen übersehen, als wäre es der Ort der Heilung. Nein, es ist ein Hochrisikobereich, in eine Klinik zu gehen, weil einfach dort für verschiedene Beschwerden, also sprich eben Stürze oder auch Infektionen, ein höheres Risiko besteht. Ich habe mich schon immer gefragt, warum heißt das eigentlich Krankenhaus? Müsste das nicht Gesundheitshaus heißen, oder? In der Schweiz heißt die Krankenkasse, glaube ich, auch Gesundheitskasse. Ja, ich meine, es gibt bei uns ja auch inzwischen den Ausdruck Gesundheitskasse. Und es gibt ja Tendenzen, die den Begriff krank aus dem Gesundheitswesen verdrängt haben. Wenn Sie heute sehen, kaum ein Krankenhaus nennt sich mehr Krankenhaus. Das ist eine Klinik, was ein Bettenlager heißt. Und der Krankenwagen heißt auch nicht mehr Krankenwagen, sondern Intensivtransport. Also das ist so ein Gesamtkonzept einer gewissen Verschleierung dessen, worum es eigentlich geht, nämlich eine Beschäftigung mit der Krankheit. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Wir hatten ja auch mal im deutschsprachigen Bereich vor 100 Jahren eine andere Tradition. Da haben Krankenhäuser beispielsweise Sanatorium geheißen. Also das Gesundungsgenesungsheim. Genau, genau. Oder es so. Ging da um Gesundung. Und man könnte daraus auch ableiten, wenn es heute keine Sanatorien in Deutschland mehr gibt, fast keine jedenfalls mehr vom Namen her, dass man diesen Heilungsanspruch so still und heimlich ein bisschen gestrichen hat. Endstation Krankenhaus, müsste man fast sagen, 2,6 Millionen Mal pro Jahr, habe ich recherchiert, stecken sich Patienten in Europa während des Klinikaufenthaltes mit einer Krankheit an und in Europa sterben jedes Jahr, nach den Ergebnissen derselben Studie, etwa 91.000 Menschen, weil sie sich im Krankenhaus eine Infektion eingefangen haben. Aber die Frage ist natürlich auch, man kann natürlich jetzt das anprangern und sagen, ja schlimm, aber wie soll man es denn anders machen im Krankenhaus? Also irgendwo müssen ja die Patienten und die Ärzte alle zusammenkommen. Wie soll es denn anders gehen? Die können ja nicht im Freien operieren. Natürlich nicht. Aber es ist schon mal die Frage, ob die großen Konglomerate, die sich in Krankenhäusern heute gebildet haben, wirklich so gut sind. Ob da nicht dezentralere Systeme günstiger sind. Also wir wissen, dass ein großes Gebäude vielleicht organisatorischen Vorteil darstellen kann, dass es aber für die Ausbreitung von Infektionen ungünstiger ist als das Pavillonsystem, was beispielsweise Krankenhäuser vor 100 Jahren hatten, wo eben einzelne Krankenstationen in separaten Gebäuden waren und dann in einem zentralen Funktionsbereich mussten sie hintransportiert werden. Das war damals nicht nur ein architektonisches Konzept, sondern das Konzept dahinter war auch tatsächlich, um möglichst die Ausbreitung von Infektionen zu verringern. Bei der heutigen Konstruktion von Krankenhäusern bemüht man sich gar nicht so wirklich darum. Und etwas anderes, was ganz entscheidend ist, wo andere Länder, zum Beispiel in den Niederlanden, das wesentlich besser machen, ist, dass Patienten, die hereinkommen und beispielsweise ungewöhnliche und auch gefährliche Keime mitbringen, ja erstmal in vielen deutschen Krankenhäusern quer durchs Haus in verschiedene Untersuchungsräume gefahren werden, bis sich dann nach 1, 2, 3 Tagen herausgestellt hat, er hat einen gefährlichen Keim, der dann bereits natürlich überall verbreitet worden ist. Das heißt, eine Separierung derjenigen, die man aufnimmt, solange man noch nicht weiß, worunter die leiden. Und dieses Screening auf diese schwer zu beeinflussenden Keime, das steckt in Deutschland immer noch in den Kinderschuhen, wo man sagen müsste, das müsste seit vielen Jahren längst Standard sein. Sie sagen, die Masse an Gesundheitsleistungen, die man so kriegt und Behandlungen sind schlichtweg überflüssig, die Wirkung ist nicht erwiesen. Wie sieht es denn mit Impfungen aus eigentlich? Impfungen ist ein heißes Thema. Jetzt denkt man darüber nach, eine Impfpflicht in Deutschland einzuführen. Was halten Sie so von diesen Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission? Ja, sehr wenig, muss ich Ihnen sagen.
man wird dann sehr schnell gleich pauschal in so eine Schublade der Impfgegner gesteckt. Ich würde mich nicht als Impfgegner bezeichnen, nur weil ich gegen sehr viele Impfungen bin, weil ich einfach drüber nachdenke und mir sage, was können diese Impfungen wirklich tatsächlich bewirken? Sind sie gerichtet gegen Erkrankungen, die sehr häufig sind und gegen Erkrankungen, die sehr schwerwiegend verlaufen? Dann ist eine Verhütung dieser Krankheiten sinnvoll. Nur schauen wir uns diese Kinderkrankheiten an. Diese Kinderkrankheiten sind alle nicht besonders häufig. Wir haben beispielsweise Masern einige hundert Fälle im Jahr. Wenn wir das vergleichen mit Grippe. Grippe haben sie mehrere Millionen Fälle im Jahr. Und wir wissen ja, bei der Grippe, da gibt es zwar auch eine Impfung, aber diese Impfung ist sehr wenig effektiv, sodass sie nicht mal von der Ständigen Impfkommission empfohlen wird. Also da verzichten wir im Wesentlichen auf eine Impfung, weil wir keine vernünftige Impfung haben. Aber bei Kinderkrankheiten wie Masern geht es dahingehend, dass man versucht, hier Zwangsimpfungen sogar zu machen, die auf jeden Fall den betreffenden Eltern stark nahezulegen, obwohl das so wenige Erkrankungen sind. Und der Verlauf ist ja meistens auch nicht schwerwiegend. Wir haben statistisch in den letzten Jahren alle 2 Jahre einen einzigen Todesfall an Masern. Mehrere hundert Kinder werden jedes Jahr im Verkehr getötet. Da passiert eigentlich gar nichts. Also da stimmt die ganze Relation nicht. Und was eben dazu kommt, ist, dass bei allen Impfungen, auch wenn die Komplikationsraten von Impfungen sehr selten sind, aber bei Massenimpfungen, wenn sie eben Hunderttausende oder Millionen Kinder impfen, haben sie 50, 100, 200, 300, die doch schwerwiegende Nebenwirkungen haben. Und da steht einfach das Verhältnis nicht dafür. Wie kommt es denn zu solchen verzerrten Verhältnissen in den Empfehlungen der Impfkommission? Gut, in der Ständigen Impfkommission sitzen auch Ärzte, die Interessenkonflikte mit der Impfstoffindustrie haben. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und es lässt sich auch schwer anders erklären, wenn Sie einige Jahre zurückdenken, als die Schweinegrippe als ganz schlimme Epidemie durch die Medien gegeistert ist. Da wurde von dieser Ständigen Impfkommission empfohlen, eine Impfung durchzuführen. Da gab es 2 Impfstoffe. Und durch einen Impfstoff wurden Patienten geschädigt, sodass sie die Schlafkrankheit hatten. Das heißt also, dass sie jeden Tag einfach so einschlafen. Das waren zwar in Deutschland nur ca. 50 Fälle, aber es ist eine unheilbare Krankheit, die durch eine Impfung entstanden ist, die letzten Endes überflüssig war. Denn wie sich gezeigt hat, die Schweinegrippe war eine ganz normale Grippe, die genauso wenig oder genauso stark schädliche Neben- oder gefährliche Auswirkungen haben kann wie jede andere Grippe. Und man hätte diese Impfung gar nicht empfehlen dürfen, wenn man nach dem wissenschaftlichen Daten gegangen wäre. Ja, es ist aber ein Riesengeschäft gewesen, auf jeden Fall. Ne? Ja, genauso wie die Grippemedikamente, Tamiflu und Relenza, auch die wurden und werden ja noch beispielsweise empfohlen von diesen Impfkommissionen. Und inzwischen hat aber selbst die Weltgesundheitsorganisation dieses Tamiflu von der Liste der essentiellen Medikamente gestrichen, weil Studien gezeigt haben, dass es tatsächlich keine relevante Verkürzung der Krankheitsdauer gibt. Hm. Und von daher damit weder Krankheitstage noch Todesfälle verhindert werden. Hm. Also welchen Rat geben Sie dann jetzt Eltern? Welche Impfungen sind wirklich nötig? Kann man das so pauschal überhaupt sagen? Oder? Also grundsätzlich sind eigentlich überhaupt keine Impfungen notwendig. Denn der Körper entwickelt in der Kindheit ja, auch wenn er diese Kinderkrankheiten bekommt, eine Immunität und überwindet diese Kinderkrankheiten. Es gibt nur sehr, sehr wenige schwere Verläufe. Ich denke, man kann heute über Impfungen nur nachdenken, wenn tatsächlich ein erhöhtes Risiko besteht, wie zum Beispiel in Kindertagesstätten, in Großstädten, wo sie stark wechselndes Publikum haben, wo vielleicht auch viele Kinder in die Kindertagesstätten hineinkommen, die möglicherweise dorthin geschickt werden, obwohl sie krank sind. Wenn das überschaubare Kindertagesstätten sind oder die Eltern ihre Kinder
eigentlich zu Hause im Wesentlichen erziehen, dann besteht kein erhöhtes Risiko. Dann würde ich also Kinder nie impfen. Dafür gibt es keine Notwendigkeit. Vor allem, weil sie heute ja noch das Problem haben, dass sie als Eltern gar nicht entscheiden können, ob sie jetzt nur gegen Masern, Mumps oder Röteln isoliert impfen wollen, sondern heute gibt es ja nur Kombinationsimpfstoffe. Das heißt, sie müssen alles im Paket sofort mitkaufen. Pneumokokken und was ist genau, da alles? Sie können dann verschiedene Erkrankungen gar nicht abwählen, wo sie sagen, da sehe ich eigentlich gar kein Risikoprofil. Und in diesen Kombinationsimpfstoffen, das sind natürlich relativ viele Antigene, die auf einmal einem Körper zugemutet werden. Und ich sage eben, sie können keine Maßnahme der Medizin machen, die nicht auch schädliche Nebenwirkungen hat. Und das muss man immer dagegen halten, weil man auf der anderen Seite dieses doch sehr geringe Risiko einer schweren Erkrankung durch die Kinderkrankheiten sieht. Ist denn die Hetz, ich stelle Sie mal ein bisschen eine provokante Frage, ist die Hetzjagd auf impfkritische Eltern sozusagen so ein Ergebnis aus dem Gewinnstreben der Pharmaindustrie einerseits und der Vollkaskomentalität der Deutschen andererseits? Ja, kann man durchaus sagen in der Kombination, wobei man da die Eltern durchaus eher etwas in Schutz nehmen muss, weil diese Angst ja geschürt wird. Es ist jetzt leider in Italien und in Frankreich dazugekommen, dass dort tatsächlich eine Impfpflicht eingeführt worden ist. Bei uns ist es vernünftigerweise bisher nicht gemacht worden, sondern das Einzige, was ja jetzt verankert worden ist, ist die Pflicht zur Aufklärung über die Impfung. Mhm. Das ist sicherlich sinnvoll, dass sich Eltern damit beschäftigen und das auch dokumentieren, dass sie sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Aber eine Impfpflicht ist meiner Meinung nach immer ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit eines Menschen. Es ist eine Aktion, die eben, wenn auch selten, Nebenwirkungen und schädliche Auswirkungen haben kann. Und darüber muss der Betreffende bzw. die Eltern entscheiden. Und das kann nicht zwangsweise staatlich verfügt werden. Hm. Kommen wir zu einem anderen Thema. Es gibt ja solche Zusatzleistungen, die meine Krankenkasse nicht bezahlt, die IGEL-Leistungen, individuelle Gesundheitsleistungen. Ja. Das ist doch eine super Sache, oder? Wenn man weiß, die Krankenkasse, die bezahlt diese eine entscheidende Behandlung nicht, wie gut das mein Arzt die hat. Ich muss zwar zuzahlen, aber ist doch gut, oder? Tja, wir haben ja jetzt schon sehr viele Leistungen im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherungen, die auch, wie ich schon vorhin ausgeführt habe, gar keine Evidenz für die Wirksamkeit haben. Und bei diesen von Ihnen erwähnten individuellen Gesundheitsleistungen handelt es sich ausschließlich um Maßnahmen, für die es keine Studienlage gibt, dass diese überhaupt die Gesundheit befördern würden. Und das sind von daher Maßnahmen, die sind eigentlich nicht notwendig. Wenn Sie mich fragen, gibt es bestenfalls eine Handvoll dieser Leistungen, das sind so etwa 350 oder 400 Leistungen drin, die in bestimmten Fällen wirklichen Nutzwert haben können. Während eben die anderen 98% haben eigentlich nie einen Nutzwert. Und von daher ist es auch sehr berechtigt, dass die Krankenkassen bis heute die Kostenübernahme für diese Leistungen ablehnen. Das teuerste Lebensjahr für die Krankenkassen ist das letzte Lebensjahr, haben Sie geschrieben. Woran liegt das? Ja, weil dann mit einer zunehmenden Beschwerdesymptomatik einfach mehr Medizin stattfindet. Etwa 40% der Kosten, die Sie und ich im Laufe des Lebens unserer Krankenkasse kosten, fallen im letzten Lebensjahr an. Das ist Tatsache, aber was man eben auch sehen muss, obwohl 40% der Kosten, also sehr viel Medizin stattfindet im letzten Lebensjahr, bleibt es eben trotzdem das letzte Lebensjahr. Es führt eben nicht dazu, dass eine wirkliche Lebensverlängerung stattfindet. Denken Sie nur an die ganzen Chemotherapien bei Krebserkrankungen, die eben bis auf ganz wenige Ausnahmefälle nicht heilen und bei alten Menschen häufig nicht mal das Leben verlängern oder die Lebensqualität verbessern, die aber eben Preise haben wie eine Oberklassenlimousine. Und das pro Person. Also Chemotherapie bei Krebs wäre auch so ein Thema, wo Sie sagen, muss man nicht haben, wenn ich schon Krebs habe, sterbe ich sowieso, oder? Ja, in wenigen Ausnahmefällen sind das Maßnahmen, die eben durchaus heilen können. Aber das sind wenige ganz spezielle Krebsarten. Die häufigen Krebsarten, die es bei uns gibt, wie eben den Dickdarmkrebs oder den Brustkrebs oder den Prostatakrebs, da ist nicht nachgewiesen, dass diese ganzen Chemotherapien tatsächlich Lebensqualität verbessern bzw. auch das Leben verlängern. Wenn mir jetzt mein Arzt, ich sitze jetzt bei dem und er sagt, Sie haben da was, da kann ich Ihnen jetzt hier von der Krankenkasse nicht helfen, aber da hätte ich hier noch was im Schränkchen, das wäre eine IGEL-Leistung, da müssten Sie zuzahlen.
Und ich kann das jetzt ja gar nicht beurteilen. Also ich meine, muss ich jetzt pauschal alles ablehnen, was mir mein Arzt an Igel-Leistungen empfiehlt? Oder gibt es irgendwo was, wo ich mich schlau machen kann als Patient? Ja, also wenn das so angeboten wird, das ist so ein bisschen ja fast wie beim Home-Shopping, was man da machen kann, da ist immer Vorsicht geboten. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall die Zeit nehmen und sich eine eigene Meinung bilden. Sollte man unter Druck gesetzt werden in dem Rahmen so ungefähr, das wäre jetzt gerade wichtig und unterschreiben Sie es doch bitte, dann ist das schon ein Indiz, dass diese Maßnahme sicherlich medizinisch nicht notwendig ist. Weil ein seriöser Behandler setzt seinen Patienten, der vor ihm sitzt, nicht unter Druck. Aber welches Gewicht hätte meine eigene völlig unwichtige Meinung schon gegenüber der Fachexpertise dieses Halbgottes in Weiß, der da vor mir sitzt und sagt, du musst das jetzt nehmen? Ja. Sie können ja auch sagen, Sie haben das zur Kenntnis genommen und werden sich jetzt mal kundig machen. Und wo mache ich mich kundig? Kundig machen können Sie sich über viele Informationsquellen. Eine zum Beispiel ist der Igel-Monitor. Das ist eine Internetseite, die gibt's vom Spitzenverband der Krankenkassen. Das sind nicht alle Igel-Leistungen untersucht. Ich glaube, es sind derzeit etwa 50 Leistungen, die bewertet worden sind. Und zwar eben mit grün und rot positiv, tendenziell positiv. Und wirklich positiv ist bei diesen 50 Leistungen, die dort bewertet worden sind, bisher keine einzige eingestuft worden. Zeigt eben, dass das bestenfalls eine Leistung ist, die man wahrnehmen kann, weil sie ohne erkennbare schädliche Auswirkungen ist, aber die nicht wirklich notwendig ist. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass es so einen Haufen Behandlungen gibt, die nachweislich gar keinen Effekt haben und trotzdem durchgeführt werden, dass wir durchtherapiert werden von vorne bis hinten, obwohl man auch einfach mal zu Hause bleiben müsste, im Bett bleiben und dann würde man trotzdem... Also wie kommt es, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ja, Medizin ist in früheren Jahrhunderten, und das gilt eben aber auch für unsere Zeit, auch ein Erwerbszweig. Und es gibt eben inzwischen sehr viele Krankenhäuser, es gibt sehr viele Ärzte. Und leider ist unser Gesundheitssystem ja so konstruiert, dass sie nur verdienen, wenn sie auch tatsächlich etwas durchführen, wie in anderen Gewerben eben auch. Das heißt also, nur wenn sie behandeln, gibt es Geld. Wenn sie zu mir kommen, sie haben Beschwerden und ich sage ihnen, das sieht mit großer Wahrscheinlichkeit nach der Erkrankung aus und die Erfahrung hat gezeigt, dass man am besten nichts tut, das wird Ihr Körper in den nächsten Wochen selbst regeln. Ja, dann gibt es vielleicht ein kleines Honorar für diese Beratungsleistung, aber ansonsten verdiene ich nichts. Während hätte ich Ihnen Medikamente verschrieben, hätte ich Ihnen eine Operation angeraten, dann würde eigentlich Umsatz generiert werden. Und das ist das große Problem. Sie könnten mich ja aber doch auch zu einem Fachmediziner überweisen. Da gibt es ja einen Haufen Leute, Schlafmediziner und was es da alles gibt. Die wissen doch viel besser Bescheid und haben doch einen besseren Blick dafür, was mir fehlt als Patient, oder? Also einen besseren Blick, das möchte ich bezweifeln. Was Sie sicher haben, ist einen Tunnelblick. Weil Sie nämlich nur Ihren eigenen Spezialbereich sehen. Und das große Problem ist, wenn Sie zu so einem Spezialisten kommen, der wirklich nur für ein ganz enges Feld zuständig und gut ausgebildet ist, und Sie sollten nicht die Erkrankung haben, die da reinpasst, dann wird möglicherweise bei Ihnen etwas gefunden, was mit Ihren Beschwerden gar nichts zu tun hat, was aber auch behandelt wird. Und damit verlieren Sie nur Zeit und Ihre eigentliche Erkrankung wird gar nicht behandelt. Und das ist das große Problem, wenn jemand ein immer engeres Feld der Medizin als sein Reich hat, vor allem, weil wenn das immer enger wird, werden das natürlich auch immer weniger Patienten, die tatsächlich diese Erkrankung haben. Und damit droht jeder, zu seinem Patienten zu werden, der bei ihm zur Tür reinkommt, auch wenn er ganz andere Erkrankungen hat. Ja, es ist leider so. Das zeigen die Verhältnisse in den letzten Jahren, dass eben sehr viel Medizin stattfindet, weil es Spezialisten gibt. Das ist so ähnlich wie mit Straßen. Wenn Sie eine neue Straße bauen, dann erzeugen Sie damit leider zusätzlichen Verkehr. Die Straße wird nach einigen Monaten benutzt werden, weil sie eben relativ leer ist. Und die wird dann auch immer wieder voller sein. Und nach 2-3 Jahren brauchen Sie schon wieder eine neue Straße, weil die auch bereits verstopft ist. Und so läuft das auch in der Medizin. So, also aus dem Gesundheitssektor ist was geworden, wie Sie sagen, viel zu viele unnötige Behandlungen. Einige sind sogar gefährlich, lebensbedrohlich, muss man sagen. Als Patient sollte man sich besser nicht in ein Krankenhaus trauen. Ja, wird das irgendwann mal wieder, oder? Also von sich aus, durch innere Reformen, sehe ich derzeit keinen Anhalt, dass sich das Ganze ändert. Da sind viel zu viele Player am Werk,
die das einfach als einen Wirtschaftsbereich verwenden. Die Kohle machen. Ja, ja, die größte Chance, damit es anders werden kann, ist eigentlich der Patient. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben. Der Patient, der eben medizinische Angebote kritisch bewertet, denn medizinische Maßnahmen, ob das nun die Einnahme von Tabletten ist oder Operationen, finden nur statt, wenn es ein Einverständnis des betreffenden Patienten gibt. Und wenn es das nicht gibt, weil der sich kritisch erkundigt, außerhalb von Notfallsituationen sich eine zweite und dritte Meinung einholt und feststellt, dass diese Behandlungsmaßnahme ja in ihrer Wirksamkeit eher umstritten ist und das lässt er erstmal nicht machen, dann würde auch weniger Medizin stattfinden. Und weniger Medizin würde auch weniger Todesfälle und weniger Krankheitsfälle durch Medizin bedeuten. Wie müsste denn das Gesundheitssystem beschaffen sein, damit sich die Leute nicht mehr bereichern können am Patienten, damit die Kosten wieder auf ein erträgliches Niveau kommen? Man muss ja auch mal sehen, ich habe jetzt eine Pressekonferenz irgendwann gesehen vor ein paar Monaten, da sieht man den Sprecher von der Pharmaindustrie, der schon mal ankündigt, dass die Medikamentenpreise jetzt wie immer dieses Jahr dann wieder und so viel Prozent steigen werden und so. Ich meine, wie kommen wir denn da raus? Ja, es geht nur, wenn die Finanzströme geändert werden. Dafür müsste ein politischer Wille entstehen. Das heißt, wir haben ja momentan ein System, was finanziell nicht die Kontrolle hat, die wir normalerweise in der Marktwirtschaft haben. Nämlich da ist ein Kunde und da ist ein Anbieter. Der Anbieter liefert eine Leistung oder ein Produkt und der Kunde bezahlt dafür. Das geht ja immer über Dritte, ob das im ambulanten Bereich die Kassenärztliche Vereinigung oder eben die Krankenkassen sind, in denen ich ja in Deutschland Zwangsmitglied bin. Die bezahlen letzten Endes den Dienstleister oft, ohne dass sie sich überhaupt kundig machen, ob die Leistungen tatsächlich und auch korrekt erbracht worden sind. Und solange dieses indirekte System ist, kann das eigentlich nicht besser werden. Und es gäbe einige einfache Maßnahmen, wenn Sie beispielsweise Ärzte und Kliniken haben, die ihr Monatsgehalt bekommen, unabhängig davon, wie viele Maßnahmen sie erbringen. Dann würden sie das gleiche Geld bekommen, auch für weniger Maßnahmen. Derzeit ist es nicht der Fall. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch das Anspruchsdenken vieler Menschen, das immer wieder geweckt wird. Medizin kann so sehr viel, dass man ähnlich wie in anderen Versicherungsbereichen vom jetzigen Sachleistungsprinzip zu einer Kostenerstattung übergeht. Das heißt also, Sie gehen nicht zum Arzt und bekommen, ohne dass Sie irgendwie mal die Geldbörse öffnen müssen, eine Dienstleistung, sondern Sie bezahlen bis zu einem zumutbaren Satz diese Dienstleistung und lassen sich diese von Ihrer Krankenkasse rückerstatten, wie das beispielsweise auch in anderen Ländern der Fall ist. Damit werden die Menschen nicht kränker. Sie wären sich aber besser bewusst, dass diese Dienstleistungen etwas kosten und sie würden damit auch viele Dienstleistungen weniger in Anspruch nehmen, wie die Erfahrungen zeigen. Gut, aber das hilft mir als Patient ja immer noch nicht, den Erfolg einer Methode selber einzuschätzen. Ja? Oder den Erfolg, die Erfolgsaussicht mit einem bestimmten Medikament. Gibt es da vielleicht eine Webseite, die Sie empfehlen können, wo man sich als Patient schlau machen kann über die Wirksamkeit von Medikamenten? Ja, also man kann beispielsweise ein unabhängiges Medium anschauen, das ist das Arzneitelegramm. Die haben eine Webseite, da gibt es immer aktuelle Informationen zu Medikamenten. Die richtet sich zwar in erster Linie an medizinisches Personal, aber ist auch durchaus etliches für Laien zugänglich und verständlich. Und da sind eben auch kritische Positionen drin, die man sonst in anderen pharmaorientierten Zeitschriften beispielsweise nicht findet. Finden Sie ganz generell, abschließende Frage, dass wir zu oft zum Arzt rennen, dass wir vielleicht öfter auch einfach mal ein Hausmittelchen nehmen sollten oder sowas? Ja, unbedingt. Abwarten ist oft viel besser. Und wenn die Sache nicht ganz akut ist mit unseren Beschwerden, dann müssen wir einfach wissen, dass die Selbstheilung des Körpers einige Tage, oft auch einige Wochen, manchmal auch einige Monate braucht. Länger als uns heute in so einer schnelllebigen Zeit lieb ist. Aber dafür ist das, was der Körper dann produziert, auch wesentlich nachhaltiger, als wenn wir uns durch irgendwelche medizinischen Maßnahmen versuchen, heilen zu lassen. Aber ich muss ja zum Arzt rennen, wenn ich jetzt irgendwo angestellt bin. Ich brauche einen Krankenschein, sonst kann ich nicht zu Hause bleiben. Ja, es ist leider so, dass das inzwischen geworden ist, dass Sie ab dem ersten Tag eine Krankschreibung benötigen. Wir hatten früher auch in Deutschland mal die Regelung, dass das erst nach 3 Tagen erforderlich gewesen ist. Aber
wir könnten das auch sofort ändern. Also in skandinavischen Ländern oder in den Niederlanden ist das erst nach einer Woche der Fall, beispielsweise bei einer Grippeerkrankung, bei einer Erkältung. Und da können sie von Anfang an zu Hause bleiben. Und die Leute haben deswegen auch keine schwereren Verläufe oder längeren Verläufe. Der politische Wille fehlt bisher dazu. Die Selbstheilung, funktioniert die immer? Nicht immer. Man braucht manchmal Medizin. Und da möchte ich auch nicht missverstanden werden, dass ich sage, man braucht nie die Schulmedizin. Es gibt Operationen, die absolut notwendig und sinnvoll sind. Und es gibt auch Medikamentengaben, die absolut notwendig und sinnvoll sind. Nur ist es ein Bruchteil dessen, was heute konsumiert wird. Der betrogene Patient, meine Damen und Herren, das Buch von Dr. Med. Gerd Reuter über das Geschäft mit dem Kranksein, das Geschäft mit uns allen, wenn wir zum Arzt gehen. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie das geschrieben haben, denn, wie heißt es so schön, nur der Betrogene, der nicht weiß, der betrogen wird, kann überhaupt betrogen werden, ja? Also, machen Sie sich schlau, gucken Sie sich das an. Ich halte es für ein wunderbares Buch. Vielen Dank, dass Sie das geschrieben haben, dass Sie da gewesen sind, und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen.